Stopp 5G. Diese Woche haben zwei Kantone, die Kantone Genf und Waadt, entschieden, den Bau von neuen Mobilfunkantennen vorläufig zu verbieten. 5G, die neue Technologie für noch schnelleres mobiles Internet, stößt also auf politischen Widerstand. Genf und Waadt wollen einen Expertenbericht des Bundes abwarten, bevor sie grünes Licht geben. Fabian Bucher zeigt, was von diesem Bericht zu erwarten ist und warum 5G auch auf Skepsis stößt. Handyantennen. Zigtausendfach stehen sie auf Berggipfeln, Dächern. Wo sie stehen, gibt es Gegner. Doch der Widerstand gegen den Bau von 5G-Mobilfunkantennen ist besonders heftig. 5G verunsichert. Das zeigt auch eine Straßenumfrage von 10 vor 10 heute Nachmittag. Wir haben bei uns daheim gerade vor kurzem einen Brief bekommen, dass sie auch bei unserem Haus eine Antenne machen. Und wir dann halt natürlich gesagt, nein, auf keinen Fall, weil ja, ganze Strahlen und all das Zeug wollen wir natürlich nicht haben. Mein Handy, das ich immer in meiner Hand habe, das strahlt viel mehr als irgendwelche Antennen. Also ich sollte lieber mein Handy weggeben, bevor ich da irgendwelche Masten abholzen gehe. Ein bisschen zwiespältig eigentlich, weil es gibt ein bisschen wenig Infos herum und man hört Unterschiedliches. Unter diesem Aspekt ja, würde ich gerne ein bisschen mehr Infos haben eigentlich. Die Bedenken wegen der neuen Handyantennen überraschen ihn nicht. Renato Frey, der Psychologe und Risikoforscher, erklärt die Angst vor 5G so. Auf der einen Seite ist das, wie neu eine Situation ist oder eine Technologie. Das heisst, wie viel man bereits darüber weiss. Auf der anderen Seite ist das sehr wichtig, wie bedrohlich ein potenzielles Risiko auf die Leute wirkt. Das heisst, ob viele Leute betroffen sind und wie gut das einzelne Personen können beeinflussen können. Und im Fall von 5G kann man davon ausgehen, dass beide von diesen Faktoren vorhanden sind. In den Kantonen Genf und Waadt dürfen vorderhand keine 5G-Antennen gebaut werden. Man wisse viel zu wenig über die Auswirkungen der Technologie, sagt Raphael Marheim, grüner Kantonsrat aus Lausanne. Er hat das Moratorium in der Waadt verlangt. Bevor man überhaupt anfängt, diese Antennen zu errichten, braucht es viele oder mehrere wissenschaftliche Studien. Solange die genauen Auswirkungen auf die Gesundheit, auf die Umwelt nicht untersucht worden sind, nicht dokumentiert worden sind, dann muss man sehr vorsichtig sein. Der Bau von 5G-Antennen wird also in einzelnen Kantonen vorerst gestoppt. Zu viel ist für die Kritiker von 5G noch unklar. Sie warten auf den Expertenbericht einer Arbeitsgruppe, bestehend aus allen wichtigen Playern. Bundesämter, Wissenschaftler, Mobilfunkanbieter. Die Erwartungen an den Bericht sind groß. Doch der Leiter der Expertengruppe relativiert. Wir wissen, dass in diesem Bereich eigentlich sehr viel Unwissen vorhanden ist. Und jede neue Technologie hat natürlich Chancen und Risiken. Und eines der wichtigsten Ziele ist von der Arbeitsgruppe, auch Fakten zusammenzutragen und Wissen zu schaffen. Aber kann man auch konkret sagen, wie schädlich tatsächlich die 5G-Gesundheit ist oder eben nicht? Wir haben Expertinnen und Experten drin aus dem Gesundheitsbereich, die tragen all die Fakten zusammen, die wir auch international haben. Ausgehend von dem haben wir gewisse Erkenntnisse, aber die Erkenntnisse zeigen nicht, dass es gefährlich oder weniger gefährlich ist. Und das ist eine wichtige Ausgangslage für uns. Der Streit um 5G, eine festgefahrene Situation? Der Risikoforscher relativiert. Skepsis bei einer neuen Technologie habe es schon immer gegeben. Das kann man zum Beispiel auch schön zeigen, ein Beispiel von den Mikrowellenöfen, die in den 60er Jahren eingeführt wurden. Das war damals eine neue, revolutionäre Technik. Aber es hat schlicht und einfach an Erfahrungswissen aus dem Alltag gemangelt. Es hat keine wissenschaftliche Evidenz gehabt, ob es sicher ist oder nicht, die Strahlung. Und darum ist eigentlich zu Beginn, haben die Leute eigentlich das, also etwas sehr Riskantes wahrgenommen. Noch fehlen Erfahrungswerte mit 5G. Möglich, dass sich der Widerstand gegen die neue Technologie mit der Zeit abkühlt. Es sind Milliardeninvestitionen. China will es wissen und in der